Odenwald, für viele eine der schönsten Gegenden außerhalb von Sibirien. Mein Tipp, fahren Sie mal hin in diese idyllische Natur, bevor die fließend Wasser und Strom bekommen. Die Odenwälder sind ein unglaublich humorvolles Völkchen, wenigstens der eine Odenwälder, den ich kenne. Hier ist er, Rolf Miller. Ja, ja. Odenwald ist sehr schön gemacht. Na, du. Nee, man muss auch mal über den Humor lachen können. Ja. Ja, Humor ist immer. Ja. Pass auf, Witz. Was ist eine Gurke mit dem Kopftuch? Eine Gürkin. Das sind so Witze jetzt. Nicht? Einwandfrei, nicht? Das sag ich immer. Der ist so gut, dass er schon wieder blöd ist. Dann hat man den Alex, der Albaner. Wir sagen Alex, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der, was, wenn der, da, dann, der ist einwandfrei. Nicht? Oder den hat er, hast du schon mal ein Rudel Gurke durch den Wald rennen sehen? Nicht. Ich auch nicht. Der ist nicht so jetzt. Ah, nee, der geht anders. Ich sag, hast du schon mal ein Rudel Gurke durch den Wald rennen sehen? Dann sagst du nein. Und dann sag ich, da siehst du mal, wie schnell die sind. So, oder? Jetzt ist mit. Einwandfrei. So ist praktisch lustig. Ne? Ja, ich sag immer, Humor ist nie verkehrt. Ne? Ich zahle ja auch Steuern. Ne? Ohne Humor undenkbar. Ah ja, muss ich. So ist das. Ja, ja, ich zahle. Was ich allein hier, wenn ich selbstständig wäre, ich wüsste schon, weiß ich. Vergesse das, aus Versehen. Ja, das ist das. Bei mir wird es abgezogen. Ich kann Ihnen genau sagen, weil ich sage es Ihnen. Ich zahle pro Jahr zu viel. Ne? Aufs Komma gerechnet viel zu viel. Ne? Und das ist das. Die Große, ne? Und wir gucken wieder mit dem Ding, mit dem Ofenrohr ins Ding. Nein, da, ne? Ha, IKEA, die ganze Apple, Google, die zahlen alle nichts. Ja, aber das ist das. Ne? So ist das. Der Alex, der zahlt nichts mehr. Dem habe ich so eine Steuerprüfung vor, letztes Jahr oder wann. Er hat gesagt, arbeite ein Jahr, wenn, dann schwarz. Eine Steuerprüfung, 1500 Euro habe ich ihm. Ja, was ist denn das? Das ist ein Peanuts. Ein Peanuts ist das. Und sonst nichts. Aber der Steuerprüfer, der war eine Woche, das Klopapier hat er geprüft. Sportsfreunde, ne? Hat den nicht sehen müssen. Der Kerl ist so brauchbar wie ein Messer ohne Klinge, wo auch noch der Griff fehlt. Ne? Aber die ganze Zeit, ne? Ah ja, so richtiges Pfandflaschengesicht war das. Ne? Ja, solange ich keine Kirchensteuer verschwende, ne? Geht bei mir gar nicht. Ne? In dem Verein bin ich gar nicht. Ah ja. Dass ich Limburg finanziere oder was? Das ist ja so, weißt du. Ne? Oder das Dienstfahrzeug vom Papst. Ne? Das Ding, das steht ja sowieso bloß rum im Moment. Der andere fährt ja mit dem Bus. Ne? Da, unseren Franzisi, ne? Jetzt beim Besuch aus Limburg ist er wahrscheinlich Rolls-Royce gefahren. Ne? Einmal um den Dom. Ja, der muss aufpassen, dass er ihn nicht einladet. Nach Limburg, da kriegt er Führung. Ja. Whirlpool, Sauna, Kinderzimmer, alles da. Einwandfrei. Ah ja, genau. Das ist ja. Ja, das ist auch so was. Ich meine, dass der nicht mehr alle Gurke im Glas hat. Ne? Der Limburg, der hat,
Das sehe ich schon am Gesicht. Ne? Ja, das sehe ich schon bei dem, dass der nicht ganz. Ne? Aber der tut mir ja leid. Aber das da jahrelang gebaut, Zeug rein, raus, da. Und die anderen gucken zu und sagen, ja, Geschmack hat er. Ne? Eiweinfrei. Und wieder ein goldener Klodeckel. Ja, ja. Er rudelt Gurke im Wald. Ne? Ja, aber der Alex und dem Jürgen seine Schwester, die sind jetzt, die haben. Hast du dem Jürgen seine Schwester schon mal gesehen? Eiweinfrei. Ein Ferrari. Füß bis zum Hals. Ja. Ja, sonst haben wir ja nichts bei uns. Alles gebraucht, die Leasing-Gesichter da. Ne? Oh, dass die Merkel ihr Handy hat. Ne? Mit Zubehör wahrscheinlich. Ne? Angie will alles. Ne? Jetzt regen sich alle auf das Spionageding. Ne? Dass der Geheimdienst da spioniert. Ja. Was soll er sonst machen? Ne? Soll er Teppichknöpfe oder? Oder Klangschale umholen? Oder? Mund getöpfert und handgeblasen. Oder? Das ist ja alles komplett am Ding vorbei. Ne? Aber ohne Humor. Ich sage immer, du musst. Pass auf, Witz. Wenn dir einer fragt, was ist deutscher Humor, erzählst du genau den. Also, sagt der Ostler zum Westler, wir sind ein Volk, sagt der Westler, wir auch. Warte, jetzt. Warte, nee, jetzt bloß. Einmal drei. Das sind so Witze. Wenn du den erzählst, kannst du nichts falsch machen. Du bist sehr gut geerdet, kann nichts passieren. Ne? Aber so ist das. Ne? Deutscher Humor ist wie englischer Handball. Gibt's nicht.